Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und dass wir jetzt hier gemeinsam studieren können, dass ihr live eingeschaltet habt auf julmedia.de. Wir wollen heute noch weiter studieren in Johannes 8, sind noch nicht ganz am Ende von diesem Kapitel angelangt und haben mehr zu entdecken heute. Bevor wir das tun, wollen wir wie immer niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen von ganzem Herzen, dass wir in deinem Evangelium Jesus immer und immer besser kennenlernen können. Wir möchten auch heute zu deinen Füßen sitzen und verstehen, wie Jesus gewesen ist, was er gesagt hat und was seine Botschaft für uns heute ist. Bitte erfülle du uns mit deinem Heiligen Geist. Und dafür danken wir dir, weil du es versprochen hast, dass du es tun möchtest. Im Namen Jesu. Amen. Johannes Kapitel 8. Wir sind bis Vers 50 gekommen. Wir haben gesehen, und ich wiederhole jetzt nicht alles, was in diesem Gespräch schon alles stattgefunden hat, das ist ein, wie wir gesehen haben, ein langes und intensives Gespräch und eines, das verschiedene Themen anspricht und doch immer wieder auch um dasselbe kreist. Das ist ja immer noch im Zusammenhang mit der Ehebrecherin, der Jesus vergeben hat und diese ganzen Geschichte am Anfang von Johannes 8. Und wir haben gesehen, dass Jesus irgendwann im Laufe dieses Gespräches diesen Pharisäern, die versuchen ihn zu attackieren, die versuchen ihn lächerlich zu machen, die versuchen seinen Worten die Kraft zu nehmen, als er gesagt hat, nicht wahr, wenn ihr meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, dann haben sie gesagt, ach, brauchen gar nicht frei werden, wir sind noch niemandem Sklaven gewesen und so weiter. Und im Laufe dessen ging es um die Frage, wer ist euer Vater? Ja, und da hat Jesus gesagt, ihr denkt, dass ihr Abraham zum Vater habt. Und sie sagen, ja, wir haben Gott zum Vater. Aber in Wirklichkeit sagt Jesus, ist der Satan euer Vater, denn ihr tut, was er möchte. Ihr lügt und ihr wollt töten. Und im Zuge dessen haben dann die Pharisäer ein Gerücht nochmal aufgebracht, nämlich dieses Gerücht, du bist ein Samariter und du hast einen Dämon. Damit haben wir aufgehört, denn Jesus beantwortet dieses Ad hominem-Argument, ja, diesen Angriff auf seine Person, womit? Er sagt, ich habe keinen Dämon. Ja. Er versucht nicht zu beweisen, dass er Jude ist, ja, obwohl er das ist, aber er will gar nicht erst diese Idee aufkommen lassen, dass die Juden irgendwie besser wären als die Samariter, weil Samariter zweitrangig sind. Ja, für ihn sind Juden, Samariter, alle Menschen gleich. Aber er sagt natürlich, ich habe keinen Dämon und sagt Gott, also ich ehre meinen Vater nicht mehr und der Vater, der sucht seine Ehre dann, also die von Jesus. Wir machen weiter in Vers 51. Und in Vers 51, das geht ganz interessant los. Wer mag das mal lesen, Vers 51? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Genau. Ich glaube, wir haben schon öfter gesagt, nur zur Wiederholung, damit wir es nochmal im Blick haben. Wenn dort steht wahrlich, wenn Jesus sagt wahrlich, sagt er eigentlich was? Er sagt Amen, Amen. Und Amen heißt fest, da könnt ihr euch drauf verlassen. Das sind einige der wichtigsten Aussagen von Jesus in der Bibel, wenn er sagt, wahrlich, wahrlich, ja, Amen, Amen. Hat er das schon mal gesagt in diesem Kapitel? Wahrlich, wahrlich? Also wenn ich schon so frage, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er es getan hat. Genau, in Vers 34, Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Ja, das ist eine allgemeine Aussage, auf die man, da kann man drauf bauen, ja, das ist nie anders. Wer die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Und jetzt sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht in Ewigkeit sehen. Er hat ja sowas Ähnliches schon gesagt, schaut mal in Vers 31. Da hat er gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ja, also wenn ihr mein Wort bewahrt, ja, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr meine Jünger. Und was wird die Wahrheit machen? Sie wird euch frei machen. Und jetzt sagt er, es ist nicht nur so, dass ihr von der Sünde frei gemacht werden müsst, sondern wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr nicht nur frei von der Sünde, sondern ihr bekommt was? Was bekommt ihr? Wahrheit auch, aber in Vers 51, also einmal sagt er, wahrlich, wahrlich, nicht wahr, wer die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde, der muss frei werden und durch das Wort, indem wir im Wort Gottes bleiben, werden wir frei, durch Jesus. Der wird den Tod nicht sehen. Das heißt, was heißt das, der wird den Tod nicht sehen?
ewiges Leben. Also Jesus verspricht hier ewiges Leben. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Wir hatten vorher die Befreiung von der Sünde. Der ist auch nicht so gut. Wo hatte ich denn meinen guten Stift? Naja, egal. Ist der besser? Auch nicht. Ja, gut. Wir hatten vorher Befreiung von der Sünde, ewiges Leben. Und das hat natürlich alles damit zu tun mit der Frau, der Ehebrecherin, nicht wahr? Der hat Jesus die Sünde vergeben und ihr ewiges Leben angeboten. Zu wem hat Jesus wohl diese Worte gesagt? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Zu wem hat er das gesagt? Mal sehen, ob ihr euch erinnern könnt. Gut aufgepasst habt die letzten Wochen. Zu wem sagt er das? Wahrscheinlich diesen Satz. Zu wem sagt er das? Vers 51. Ja, ja. Ja, genau. Aber damals, als er tatsächlich mit beiden Beinen auf der Erde stand, im Tempelhof von Jerusalem. So, genau, und das war in Vers 31. Könnt ihr euch daran erinnern, dass wir gesagt haben, er hat zwar ein Gespräch mit den Pharisäern, aber da ist eine große Menschenmenge. Und in der Menschenmenge gibt es einige, die aufgrund der Worte von Jesus an ihn glauben. Und denen sagt er, wenn ihr in meinen Worten bleibt, seid ihr meine Jünger, ja, die Wahrheit wird euch frei machen. Dann kommen wieder die Pharisäer, die das attackieren und sagen, nein, muss ja gar nicht sein, ja, die wollen das kaputt machen. Aber ich denke, es steht hier nicht explizit, aber dass die gleiche Idee ist wie in Vers 31, macht es sehr viel Sinn. Natürlich hat das auch den Pharisäern irgendwo gesagt, ja, für die gilt es ja letztlich auch. Aber es ist eigentlich eine Bestätigung an diese, die da um ihn herumstehen, die an ihn glauben, ja, um ihnen deutlich zu machen, ich kann euch nicht nur frei machen von der Sünde, ich kann euch sogar ewiges Leben geben. Und jetzt flippen die Pharisäer aus. Schaut mal mit mir, wo lesen wir noch im Johannesevangelium, dass Jesus uns ewiges Leben gibt? Wo steht, dass wir ewiges Leben haben dürfen durch Jesus? Nur mal so ein kleiner Test. Ja, Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Noch eine Stelle, Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, damals wieder, nicht wahr? Amen, amen. Ich sage euch, das war ja damals schon bei dem Sanhedrin, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das meint das, er wird den Tod nicht sehen, er wird im Gericht nicht gerichtet werden. Heißt das, dass Menschen, die gläubig sind, nicht sterben werden? Also, die werden doch sterben, ja. Aber um welchen Tod geht es hier, wenn es um das Gericht geht? Den ewigen Tod, ja. Das wird ja später deutlich. Es wird eine Auferstehung geben, eine Auferstehung des Lebens und eine Auferstehung des, ja, des Gerichtes, so heißt sie. Eine Auferstehung des Lebens und des Gerichtes. Und die finden nicht beide gleichzeitig statt, sondern getrennt um 1000 Jahre. Ja, in der Offenbarung nennt man sie die erste Auferstehung und die zweite Auferstehung. Und diese zweite Auferstehung hat zu tun mit dem Tod, der durch das Gericht dann festgeht. Das ist dann der ewige Tod, die eigentliche Strafe für die Sünde, die gerechte Strafe Gottes für die Sünde. Und wer die Worte Jesu annimmt und bewahrt, der wird diesen Tod nicht sehen. Warum? Genau, aber warum muss er diesen ewigen Tod nicht sehen? Also was ist der juristische Grund? Weil Jesus ihn schon bezahlt hat. Und das hat der Jesus illustriert in der Geschichte mit der Ehebrecherin. Er sagt, ich verurteile dich nicht. Nicht, weil er das Gesetz aufgehoben hat, sondern weil er damit sagen wollte, ich sterbe ja den gerechten Tod, den du eigentlich sterben müsstest. Ich sterbe ihn. Deswegen geh hin und sündige nicht mehr. Folge mir nach. Genau. Und dann noch Johannes 6, Vers 50. Also das Thema mit dem ewigen Leben zieht sich durch das Johannesevangelium durch. Johannes 6 und dort Vers 50. Da haben wir diese Aussage von Jesus. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Wer ist dieses Brot? Hier ist das Brot des Lebens. Ja, da haben wir wieder diese Idee. Jesus macht ganz deutlich, wenn wir zu ihm kommen, müssen wir nicht verloren gehen. Aber um nicht verloren zu gehen, müssen wir zu Jesus kommen und bei ihm bleiben. Das ist diese ganz eindeutige
Idee. Und interessant ist, nur so nebenbei, falls es euch interessiert, in Johannes 8, Vers 51, dort steht im Griechischen, also so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit, da stehen mehrere Verneinungen, also so, das soll also sowas sagen wie unter gar keinen Umständen, ja, niemals, sozusagen, ja, unter keinsten Umständen wird er den Tod sehen. Das ist also nicht so, wer Jesus annimmt, wird wahrscheinlich den Tod nicht sehen, höchstwahrscheinlich, könnte gut sein, sondern es wird keine Ausnahme geben, absolut. Ein Mensch, der Jesus nachfolgt und sein Wort bewahrt, hat ewiges Leben. Vers 52. Jetzt drehen die Pharisäer total durch. Da stritten die Juden untereinander und sprachen... Johannes 8, Vers 52. Ja. Da sprachen die Juden zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Genau. Warum sagen sie, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast? Hatten sie sowas Ähnliches schon mal gerade gesagt? In den Versen vorher? Dass Jesus einen Dämon hat? Genau, und wie haben sie es in Vers 48 ausgedrückt? Vergleicht mal die Ausdrücke, Vers 48 und Vers 52. Ja, ja, da geht es um den Samariter. In Vers 48 sagen sie, sagen wir nicht mit Recht, dass du einen Dämon hast? Ja? Und die Idee ist, das wird so gesagt, ja, stimmt das nicht? Ja, das ist, wird doch allgemein behauptet. Und jetzt sagen sie aber nicht nur, sagen wir nicht mit Recht, jetzt sagen wir, jetzt haben wir einen Beweis. Ja? Vorher war das ein Gerücht, ja, wir haben immer den Eindruck gehabt, du hast einen Dämon, ja, das ist, ja, aber... Jetzt, wo du das gesagt hast, jetzt hast du es ja bewiesen. Sie sagen quasi, mit dem, was du gerade gesagt hast, jetzt haben wir endlich den Beweis, vorher war es nur ein Gerücht, aber jetzt wissen wir es ganz genau, du hast einen Dämon. Und zwar, warum? Was ist ihr Argument? Warum sagen sie, jetzt wissen wir, dass du einen, also, ja? Sie bezichtigen ihn eigentlich der Lüge. Sie sagen ja, es kann nicht sein, was du da sagst. Genau, Jesus hat gesagt, ich kann ewiges Leben geben. Und warum sagen sie, das kann nicht sein? Abraham ist gestorben und die Propheten. Genau, sie sagen, alle heiligen Männer, die es bisher gab, sind alle gestorben. Keiner von denen hat ewiges Leben gehabt, keiner konnte ewiges Leben geben. Ja. Ist eigentlich ein ziemlich schwaches Argument, oder? Ein ziemlich schwaches Argument. Aber das, was sie sagen, ja, alle anderen sind gestorben. Wie kannst du jetzt sagen, wer mein Wort bewahrt, wird den Tod nicht sehen? Und dann kommt übrigens die Idee mit, dass die Väter und, ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt kommt die Frage, die es daraus ergibt, Vers 53. Vers 53? Bist du größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind auch gestorben. Was machst du aus dir selbst? Genau. Das ist eine interessante Frage, oder? Die Frage ist, bist du größer als unser Vater Abraham? Ja, wir hatten ja schon Diskussionen, nicht wahr? Ist Abraham ihr Vater? Aber all das, was Jesus ihnen erklärt hat, geht dann ihnen hier rein und da raus und sagen, unser Vater. Ja? Ist noch interessant, wird gleich interessant noch werden. Bist du größer als unser Vater Abraham? Kommt euch die Frage bekannt vor? Die gibt es nochmal, aber nicht mit Abraham. Jemand anders stellt fast die identische Frage, nur nicht mit Abraham. Schaut mal mit mir, nur ein paar Kapitel zurück. Das ist ganz interessant, das war mir vorher auch nicht so aufgefallen. In Johannes Kapitel 4, da haben wir eine Frau, ihr kennt alle die Geschichte, oder? Eine Samariterin. Und was fragt die in Vers 12? Was sagt die? Bist du größer als unser Vater Jakob? Zweimal im Johannesevangelium und gar nicht so weit auseinander, wenige Seiten auseinander, wird Jesus zweimal die Frage, also es sind natürlich Jahre dazwischen, also längere Zeit dazwischen, aber zweimal wird er mit der Frage konfrontiert, bist du größer als unser Vater? Einmal Abraham, einmal Jakob, aber zwei der drei Patriarchen. Nur das Interessante ist, wer stellt die Frage in Johannes 4? Eine Samariterin. Wer stellt die Frage in Johannes 8? Nicht nur die Juden, sondern welche Juden? Die Pharisäer, die
die Samariter für total abgefallen halten, ja, und für total, also, und am Ende des Tages stellen sie beide, als sie mit Jesus konfrontiert, beide dieselbe Frage. Also im Grunde genommen sind sie eigentlich geistlich auf demselben Stand. Ja. Bist du größer als? Weil das Argument ist natürlich, unser Vater, unser Abraham, unser Jakob, ja, unsere Patriarchen. Die Samaritaner haben sich ja auch auf Abraham und Jakob berufen. Nicht, ja? Die haben nur gesagt, später hat es einen Abfall gegeben. Ja, wir sind die wahren Nachfolger. Und alle hatten diese Idee, wir sind die Richtigen. Wir haben die richtigen Nachfahren, wir haben die richtigen. Ja, wir. Die anderen sind falsch. Und als sie mit Jesus konfrontiert werden, stellen sie fest, dass sie diese Einstellung nicht behalten können angesichts der Göttlichkeit Jesu. Und es gibt den Konflikt, weil sie wissen, wenn sie mit Jesus in Kontakt kommen, müssten sie eventuell ihre Meinung ändern. Sie müssten ihre Tradition ändern, sie müssten ihre Gedanken ändern, ihr Herz beschneiden. Und das will kein Mensch von alleine. Kein Mensch will seine Meinung aufgeben, wenn er mit Jesus in Kontakt kommt. Und deswegen stellen wir die Frage, bist du größer? Bist du größer als meine Kirche? Bist du größer als meine Verwandtschaft? Bist du größer als meine Leistung? Ja, wir stellen die Frage, bist du größer als? Und das Interessante ist, wie Jesus darauf reagiert, nicht wahr? Er hätte ja der Frau sagen können, ja, ich habe mit Jakob gekämpft. Jakob hing an meinen Knöcheln. Ja, der hing dort und hat gebettelt. Ich kann dir sagen, wie er aussah. Ich kann dir sagen, wie er vor Schweiß gerochen hat, nach der ganzen Durchkämpfung. Ich kenne ihn. Ja, aber das hätte sie ihm eh nicht geglaubt, oder? Und das ist halt der Punkt. Ja, manchmal kennt man die Wahrheit und der andere wird es ihm eh nicht glauben. Deswegen muss man von Jesus lernen. Wir müssen alle von Jesus lernen, wie wir in solchen Situationen dann uns verhalten. Aber der Punkt ist, die Pharisäer und die Samariter haben die gleiche Frage gehabt. Und Jesus wird jetzt hier in Johannes 8 mit dieser Frage konfrontiert. Bist du größer als unser Vater Abraham? Und das ist natürlich eine interessante Frage, weil Abraham ist der Stammvater Israels. Ja? Einer der allerwichtigsten Leute überhaupt. Nun, eigentlich hätten sie die Frage ja schon selbst beantworten können. Sie hätten nur ins Alte Testament gehen müssen, was über den Messias gesagt wird. Schaut mal nur ein Beispiel an. Jesaja Kapitel 9. Und da steht zwar nichts über Abraham, aber wenn ihr lest, was über den Messias gesagt wird, könnt ihr eigentlich selbst die Frage beantworten, ob der Messias größer sein wird als Abraham. Da schaut man Jesaja 9, Vers 5. Über den Messias wird gesagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Also wenn ihr das lest, ist das größer als Abraham? Absolut. Das heißt, die hätten einfach nur die Bibel aufschlagen müssen und wissen müssen, es wird so wie, also wir warten auf den Messias. Der Messias wird auf jeden Fall größer als Abraham sein. Ja. Wenn man auf jemanden gewartet hätte, der kleiner als Abraham wäre, wie hätte man errettet werden sollen? Ja. Abraham hätte nicht ausgereicht für die Erlösung. Ja, genau, ganz genau, ganz genau. Das Interessante ist, ja, beide stellen die gleiche Frage, aber die Samariterin nimmt Jesus an und wird zur Missionarin. Und die Pharisäer, die Bibel, die noch viel mehr Bibelstellen haben, die diese Bibelstelle hier auch geglaubt haben, die Samariterin hätte Jesaja 9 nicht geglaubt. Die Samariter hat nur 1. bis 5. Mose. Den Rest haben sie als abgefallen betrachtet. Aber die Pharisäer hatten diese Stelle und haben trotzdem Jesus abgelehnt. Ja. Übrigens, nur mal als Beispiel, noch gehen wir in Matthäus 12. Matthäus 12 ist ein tolles Kapitel, weil dort Jesus dreimal etwas sagt, das in diesem Zusammenhang auch von Interesse ist. In Matthäus 12 und dort in Vers 6. Matthäus 12, Vers 6, Jesus sagt, ich sage euch aber, hier ist einer, der ist größer ist als der Tempel. Gehen wir zu Matthäus 41. Matthäus 41 und dort, Entschuldigung, 12, ja, Matthäus 12, Entschuldigung. Matthäus 12, Vers 41, die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Und dann Vers 42, die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören und siehe, hier ist einer, der
Größer ist als Salomo. Nebenbei, Fußnote, hat nichts damit zu tun, aber wusstet ihr, dass man vor kurzem in Jerusalem einen Tonkrug, eine Scherbe von einem Tonkrug gefunden hat? Habe ich es schon erzählt? Nee, habe ich nicht erzählt, oder? Von einem Tonkrug eine Scherbe gefunden hat. Und zwar aus einer Schicht, die aus der Zeit von Salomo stammt, mit einer kleinen Schrift drin, die man lange irgendwie nicht lesen konnte, wusste nicht, was das sein soll, bis jemand rausgefunden hat, dass es Sabaitisch ist. Sabaitisch ist die Sprache, die man in Saba im Süden Jemens gesprochen hat. Da gibt es auch ein paar Inschriften von dort. Und man hätte niemals im Leben gedacht, dass in Jerusalem man eine Tonscherbe findet, wo etwas auf Sabaitisch steht, aus der Zeit von Salomo. Und das Wort auf Sabaitisch ist sogar ein Gewürz. Ja, die Bibel sagt ja, dass die Königin von Saba dahin kam und da Gewürze mitgebracht hat. Also wir haben die Königin Saba nicht gefunden, aber wir wissen jetzt, es gab zur Zeit von Salomo Sabaea, glaube ich heißen die, genau, die auf Sabaitisch dort Gewürze nach Jerusalem gebracht haben. Also ganz interessant, Fußnote. Klammer zu. Jesus sagt, er ist größer als der Tempel, er ist größer als Jona, er ist größer als Salomo. Wer war Salomo? Ein König, oder? Von allen Königen, so was war so seine... Was, wie würde, Sein Vater war David. Was war so der weiseste König, der mit der größten politischen Macht, ja, dem größten Ansehen, ist dann natürlich dann leider im späteren Leben ziemlich auf die Nase gefallen, aber so was äußeren Erfolg angeht, war der größte König Israels. Wer war Jona? Der erfolgreichste Prophet aller Zeiten, ja? Der hat nämlich eine Botschaft gepredigt, und zwar an das am schwersten zu bekehrende Volk der ganzen Welt, die Assyrer. Die waren so grausam, das könnt ihr gar nicht vorstellen, ja? So hartherzig. Und er hat eine Botschaft gepredigt, ohne selbst sie bekehren zu wollen. Und wie viele haben sich bekehrt? Alle, ja? Alle anderen Propheten waren so neidisch auf ihn. Die mussten immer in Jerusalem predigen. Da hat sich so gut wie keiner bekehrt, ja, leider. Aber, also, mit anderen Worten, alle wussten, Jonas ist der erfolgreichste Prophet aller Zeiten. Salomo ist der erfolgreichste König Israels, den es jemals gab. Und Jesus sagt, hier ist einer, der größer als Salomo. Hier ist einer, der größer ist als Jona. Er sagt, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Und der Tempel, das war ja, ich meine, der Stolz für sie schlechthin. Jesus hat also im Laufe seines Lebens schon immer wieder deutlich gemacht, dass er nicht nur einfach ein weiterer Prophet ist. Er ist nicht nur ein weiterer König oder so, ja, oder ein weiterer Priester. Er ist König, Priester und Prophet, ja, aber er ist der König, der Priester, der Prophet und auch deswegen höher als Abraham. Nun, zurück zu Johannes 8. Johannes 8, Vers 54. Und Jesus? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Genau. Und hier haben wir das Thema, das kommt im Johannes-Evangelium, das haben wir schon ein paar Mal gehabt, immer wieder vor, nicht wahr? Die Frage, sich selbst ehren oder sich nicht ehren. Ja? Also nicht, warum sagt Jesus, dass er sich nicht selbst ehren möchte? Warum will Jesus nicht sich vor ihnen selbst beweisen? Weil Jesus demütig war. Jesus war demütig, genau. Jesus offenbart zwar seine Göttlichkeit, er offenbart seine Macht, aber niemals, um sich selbst zu verteidigen. Sondern Jesus, haben wir damals studiert in Johannes 8, Jesus offenbart seine Göttlichkeit und seine Macht, immer um anderen zu helfen, um ihnen Mut zu machen, um sie zu stärken, um sie zu erlösen. Ja? Jesus hält seine Macht nicht hinterm Berg, aber tut es nicht zur Selbsterhöhung, sondern zur Stärkung von anderen. Und hier wird er gerade angegriffen, ja? Er wird einfach nur in seiner Identität angezweifelt. Und dafür sucht Jesus nicht seine Ehre. Ja? Er versucht sich nicht selbst zu erhöhen. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Und das haben wir ja alles auch schon in den folgenden Versen gesehen. Jetzt schauen wir mal zu Vers 55. Wer mag mal Vers 55 lesen? Ganz kurz vielleicht. Ah, ja, ja. Wir hatten das auch schon in Johannes 8, Vers 13, genau. Wo es um die Glaubwürdigkeit ging. Ja. Und wenn man sich das mal überlegt, geehrt werden kann man ja eigentlich auch nur richtig von jemand anderem. Mhm. Also da geht es ja auch um dass jemand anderen einen erhöht, weil sonst ist man nicht hoch. Und gleichermaßen ist es da dann auch so, wenn Gott Jesus ehrt, dann ist er wirklich geehrt. Wenn er nur von sich selbst das sagen würde, dann wäre es nicht so. Ja, ja, ganz genau. Ganz genau. Ich glaube, wir alle haben schon Menschen getroffen, die sich ständig selbst gelobt haben, oder? Also wenn ich persönlich dann irgendwo im Fernsehen oder so,
Und wenn man jemanden sieht, der sich ständig selbst lobt und immer sich selbst als der Beste und niemand kann das gut wie ich, man ist eigentlich nicht wirklich begeistert. Ja. Also zumindest nicht, wenn man eigentlich Jesus nachfolgen möchte. Ja, das ist irgendwie abstoßend. Ja. Ganz genau. Jetzt schauen wir mal Johannes 8, Vers 55. Und doch habt ihr ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner, gleich wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. So, das ist ein interessanter Vers auch. Ja? Jesus sagt hier ihnen erneut, ihr kennt Gott nicht. Und dass sie Lügner sind. Genau. Er sagt, ihr habt ihn nicht erkannt. Ich würde mit euch gerne noch ein paar, wo habe ich das? Nee, habe ich hier nicht. Wo habe ich denn die Verse? Ah ja, genau. Im Alten Testament gibt es ein paar beunruhigende Verse, die das Gleiche aufgreifen. Schaut mal mit mir in Jeremia Kapitel 4. Jeremia Kapitel 4. Jeremia Kapitel 4. Und dort Vers 22. Dort steht: Wahrlich, mein Volk ist töricht, sie kennen mich nicht. Närrische Kinder sind sie und ohne Einsicht. Weise sind sie, böse zu tun, aber Gutes zu tun verstehen sie nicht. Das ist ein ziemlich trauriger Vers. Gott sagt, mein eigenes Volk kennt mich nicht. Also Gott sagt in den Propheten nicht nur, ihr seid ungehorsam, ihr macht nicht, was ich sage. Was er eigentlich sagt, ist, ihr kennt mich nicht. Und es ist eigentlich nichts so schlimm, wie wenn Gottes Volk nach außen sagt, wir kennen Gott. Und Gott sagt, nee, ihr kennt mich eigentlich gar nicht. Also, ich glaube, es ist nichts Schlimmeres, was man sich vorstellen kann, als wenn Gott über mich sagen muss, Christopher, du kennst mich gar nicht. Ja. Die Frage ist also wirklich, und Jesus macht den Punkt ja sehr deutlich, er sagt, das ist das ewige Leben, dass wir dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen, dass wir wirklich Gott kennen, dass wir nicht nur von ihm gehört haben, dass wir nicht nur wahre Dinge über ihn weitergeben, sondern dass wir ihn kennen, dass Gott auch sagen kann, der kennt mich. Und woran kann man sehen, dass sie Gott nicht kennen? Hier in diesem Vers? Sind töricht. Sie wissen genau, wie man Böses tut, aber sie wissen nicht, wie man Gutes tut. Und wir müssen mal fragen, wie oft fällt es uns leicht, schlechte Dinge zu sagen, tun, denken? Und wie leicht fällt es uns, gute Dinge zu sagen, tun? Ne? Jesus hat immer das Gute getan, das Gute gesagt, das Gute gedacht. Warum? Er kannte Gott. Er sagte, ich kenne ihn, ich weiß genau, wer er ist. Und weil er Gott, den Vater, kannte, war er so, wie er ist. Und wir alle sagen, wenn wir das Leben Jesu betrachten, das ist beeindruckend, oder? Wir sagen, so möchten wir auch gern leben. Und wir fragen uns dann vielleicht nochmal, wie hat Jesus so gelebt? Wie konnte er so milde sein? Wie konnte er so taktvoll sein? Wie konnte er so weise entscheiden? Wie konnte er angesichts von Angriffen ruhig bleiben? Ja? Wie konnte er auch Schmähungen ertragen? Ja? Wie konnte er so ein Mitgefühl haben? Wie konnte er das? Und die Antwort, die Jesus geben würde, wäre sehr einfach. Ich kenne meinen Vater. Ich kenne Gott. Und weil ich Gott kenne, deswegen bin ich so. Weil ich weiß, wie er ist. Jesus hat so gelebt, wie er gelebt hat, weil er Gott kennengelernt hat und wusste, dass Gott so ist. Also Gott, der Vater. Das ist interessant, oder? Und diese Idee kommt hier mehrmals im Alten Testament vor. Schaut mal mit mir in Jeremia 9. Das ist also etwas, was Gott sehr beschäftigt hat, auch schon im Alten Testament. Jeremia 9, Vers 2. Sie haben ihre Zunge als ihren Bogen mit Lügen gespannt. Ja, erinnert euch wieder an die Pharisäer, nicht wahr? Ihr wollt tun, was euer Vater, der Satan, der Teufel tun möchte. Und nicht durch Wahrheit sind sie mächtig geworden im Land, denn sie schreiten fort von Bosheit zu Bosheit, mich aber erkennen sie nicht, spricht der Herr. Also wir sehen bei Jeremia, dass Gott mehrmals sagt, sie kennen mich gar nicht. Sie heißen zwar das Volk Gottes, erinnert so ein bisschen an Sardes, nicht wahr? Du hast einen Namen, dass du lebst und bist tot. Das gibt es aber nicht nur bei Jeremia, das gibt es auch bei Hosea. Schaut mal in Hosea, Kapitel 5 und dort Vers 4.
Das ist ein interessanter Vers auch, weil der so ein bisschen die Diagnose bringt, warum das so ist. Hosea 5, Vers 4. Ihre Taten erlauben ihnen nicht, zu ihrem Gott zurückzukehren, denn ein Geist der Hurerei ist in ihren Herzen und den Herrn erkennen sie nicht. Genau. Ich meine, das hätte Jesus gar nicht so wahrscheinlich aussprechen können. Ja? Die hätten ihn sofort. Aber eigentlich sagt er nichts anderes als, ihr seid so wie die Israeliten zur Zeit von Hosea. Ihr seid so wie die Israeliten zur Zeit von Jeremia. Übrigens, wisst ihr, was ist denn mit Israeliten passiert zur Zeit von Hosea? Zu welcher Zeit hat Hosea gepredigt? Wisst ihr? Hosea, war der im Norden oder im Süden von Israel? Hosea war im Norden. Nordreich Israel, kurz bevor das Nordreich Israel in die Verbannung gegangen ist. Weiß jemand von euch, welches Land das Nordreich Israel erobert hat? Bisschen Bibelkunde zwischendurch. Das waren die Assyrer. Ja, die Assyrer haben im 8. Jahrhundert, in den 20er Jahren des 8. Jahrhunderts vor Christus, haben die das Nordreich Israel, die Hauptstadt Samaria, all das vernichtet und die Nordreich Israeliten verschleppt. Das ist Hosea. Und Jeremia? Jeremia lebt ein bisschen später. Ja, welches Volk hat dann, der Jeremia lebte nicht im Norden, sondern im Süden. Ja, das gab es ja nur noch den Süden dann. Der Süden hieß wie? Nordreich hieß Israel, Südreich hieß? Juda, genau. Und wer kam dann als gefährlicher Gegner? Die Babylonier. Und auch die haben dann die Juden in oder Judäa ins Exil gesteckt. Also, was will ich damit sagen? Hosea sagt, kurz bevor das Nordreich Israel verschleppt wird und verloren geht, er sagt, mein Volk, also Gott sagt, mein Volk kennt mich nicht. Jeremia sagt, kurz bevor das Volk Israel, also das Volk Juda dann, in die babylonische Gefangenschaft geht, mein Volk kennt mich nicht. Jesus sagt, kurz bevor das Volk Israel seinen Status als Volk Gottes verliert. Ja, das sind ja nur noch wenige Jahre. Die 70 Wochen sind fast zu Ende. Sagt er, ihr kennt Gott nicht. Und gibt es das dann nochmal im Laufe der Weltgeschichte, dass Gott sagen muss, ich kenne euch nicht? Wann sagt er das? Ganz am Ende, oder? Wenn die Leute sagen, nicht jeder, der zu mir, der sagen wird, Herr, Herr, ja? Wir sind dein Volk, wir haben in deinem Namen geweissagt, wir haben Wunder getan, wir haben das getan, wir haben das getan, wir haben das getan. Und dann sagt Gott, ich kenne euch nicht, denn weicht von mir ihr Übeltäter, gesagt das, sagt meine Übersetzung, Gesetzlosen. Und genau das ist das Problem der Pharisäer, ja? Sie haben gelogen, sie wollten ihn töten, sie haben Gottes Gesetz übertreten und nicht nur die beiden Gebote, ja? Aber sie hatten einen Geist der Hurerei in ihrem Herzen und haben aber gesagt, sie sind Gottes Volk. Und man kann nicht Gott kennen und gleichzeitig seine Gebote übertreten. Denn wie werden Gottes Gebote in der Bibel genannt? Habt ihr mal gemerkt, in der Bibel werden die 10 Gebote nie 10 Gebote genannt. Wie werden das Gesetz genannt, aber vor allem werden sie auch genannt? Der Bund. Die 10 Worte des Bundes. Deswegen heißt auch der Kasten, wo sie drin waren, die Bundeslade. Der Bund. Was ist ein Bund? Eine Verbindung. Die 10 Gebote beschreiben die Verbindung zwischen Gott und Mensch. Deswegen sagt er, ihr seid mein besonderes Volk, mein heiliges Volk. Ja? Ihr seid meine Könige und Priester, deswegen gebe ich euch mein Gesetz. Das Gesetz macht Menschen zu, also Jesus macht uns frei, er erlöst uns, aber durch das Gesetz, das er uns dann gibt, werden wir mit ihm verbunden, dadurch lernen wir ihn kennen. Wir sagen immer, dass die 10 Gebote Gottes Wesen darstellen, ja? Aber ich kann ja nicht Gottes Wesen in meinem Leben haben, wenn ich die Gebote ablehne, ja, oder so beiseite schiebe. Ja. Zum einen zu dem Bund, aber auch zu dem Hosea 5, Vers 4, wo es dann heißt, Hurerei ist in ihren Herzen. Da ist es ja so schön, dass Jesus ihnen eigentlich bildlich vorher gezeigt hat, wie sie von diesem schlimmen Zustand loswerden können, indem er die Frau, die Hurerei getan hat, ja, davon losgesprochen hat. Und das muss ihnen doch so bildlich vor Augen gewesen sein, wenn ich brauche Hilfe und die finde ich genau bei Jesus. Ja, ganz genau. Ganz, 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 ganz genau. Also, das ist ein gutes Stichwort. Ich brauche Hilfe, ja. Was tue ich, wenn ich Gott nicht kenne? Oder wenn Gott sagen muss, du kennst mich eigentlich gar nicht? Weil
Habt ihr es mal erlebt, dass vielleicht jemand, also das kommt vielleicht nicht so häufig vor, aber vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie das sein würde, wenn jemand, der fremd ist für euch, umhergeht und sagt, ich kenne dich ganz genau. Ja? Der über euch erzählt, dass er euch ganz gut kennt, aber in Wirklichkeit eigentlich ganz was Falsches erzählt über euch. Würde ich auch sagen, hey, du kennst mich gar nicht. Ganz das Gefühl, was redest du? Du weißt gar nicht, wie ich wirklich bin. Du weißt nicht, was in mir vorgeht. Du kennst mich gar nicht. Und so geht es Gott mit Menschen, die vorgeben, sein Volk zu sein, aber sich nicht wirklich für ihn interessieren. Ihr kennt mich gar nicht, ihr. Und der Satan hat kaum bessere Mitarbeiter als Leute, die behaupten, Gottes Volk zu sein, aber in Wirklichkeit seine satanischen Prinzipien ausleben. Ja? Weil sie dadurch auch noch andere Menschen suchen, wahrheitssuchende Menschen abschrecken und Sünde liebende Menschen einlullen. Ja? Also es ist ganz furchtbar. Jetzt, 2. Korinther, wie können wir Gott kennenlernen? 2. Korinther 4, Vers 6. Den Vers kennt ihr bestimmt gut. Wenn ich Gott nicht kenne. Man kann ja die Bibel lesen und von Gott gehört haben und vielleicht sogar glauben, dass es ihn gibt, ohne ihn zu kennen. Wie kann ich ihn kennenlernen? Dort steht in 2. Korinther 4, Vers 6, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch wo in euren Herzen oder in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis. Der Erkenntnis von was? Der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Und zwar wo? Im Angesicht Jesu Christi. Mit anderen Worten, wo kann ich Gott erkennen? Indem ich auf Jesus schaue. Die Pharisäer standen quasi direkt vor der Quelle. Sie haben Jesus in die Augen geschaut und konnten dort sehen, wie Gott ist. Und indem sie ihn bekämpft haben und gegen ihn rebelliert haben, haben sie ja sich selbst das Urteil gesprochen. Denn dort hätten sie Gott erkennen können. Und deswegen kann Jesus so deutlich sagen, wenn ihr mich ablehnt, erkennt ihr Gott nicht, weil was wollt ihr denn sonst an Gott lieben, wenn nicht das, was ihr bei mir seht? Weil es gibt nichts anderes bei Gott, als das, was ihr bei mir seht. Nun, schauen wir noch ganz kurz zu Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 1, Vers 18. Ich glaube, manchmal muss es ziemlich deprimierend für Jesus gewesen sein. Wenn ihr euch mal versucht, so ein bisschen seine Lage hineinzuversetzen. Johannes 1, Vers 18, dort steht, niemand, was heißt niemand? Keiner. Niemand hat Gott je gesehen. Da geht es um Gott den Vater, nicht wahr? Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, also das ist natürlich eine Metapher, nicht wahr? Das heißt jetzt nicht, es ist eine Metapher. Aber was bedeutet diese Metapher? Also wenn... Wenn mein kleiner Titus auf meinem Schoß sitzt, dann zeigt das, ich bin sein Papa, er ist mein Sohn, ja, wir mögen uns ganz doll. Ja? Ich liebe ihn über alles und er liebt mich auch über alles. Ja? Sagt er noch nicht, aber das merke ich. Wir kennen uns, ja, also soweit er mich jetzt schon kennen kann, so in seinem kleinen Gehirn, aber es ist ganz, ganz nahe. Also Jesus sagt, also die Bibel sagt, Johannes sagt, hier durch den Heiligen Geist inspiriert, Jesus hat eine so innige Beziehung mit Gott, dem Vater. Ja? Er kennt ihn quasi in- und auswendig. So, und jetzt heißt es hier, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Das heißt, mit anderen Worten, er hat uns erzählt, wie Gott ist. Er hat gesagt, wie Gott wirklich ist. Jetzt kommt also jemand auf die Erde, der Gott wirklich kennt. Und er trifft nicht nur auf Menschen, denen das egal ist. Er trifft auf Menschen, die sagen, du liegst falsch, wir kennen Gott. Also versucht euch das mal vorzustellen. Er kommt von Gott, weiß, wie Gott ist, weil er ihn eine Ewigkeit erlebt hat. Ja? Nicht nur 3 Jahre, eine Ewigkeit kennt er ihn. Er kennt ihn wirklich buchstäblich eine Ewigkeit. Und er kommt auf die Erde und er trifft auf Menschen, die ihm die Bibel entgegenhalten und sagen, wir glauben, wir wissen es besser. Wir, Gott ist so, nicht so wie du. Und er lebt, es ihn noch ellenweit sagt an einer Stelle, er lebte das Gesetz im Angesicht des Himmels, im Angesicht der Engel, der ungefallenen Welten und im Angesicht sündiger Menschen. Deswegen konnte er sagen, wer von euch kann mich einer Sünde übertreten? Ja. Alle haben das gesehen. Und die sehen das und sagen, nö, Gott ist anders. Gott ist so, wie wir denken.
Das ist ziemlich deprimierend, oder? Weil, was willst du denn sonst noch machen? Ja, Gott hat alles gegeben. Und das zeigt uns so ein bisschen, wie gefährlich es ist, wenn wir gegen Gottes Willen rebellieren. Also, denn das, was die Pharisäer gemacht haben, das hätte ja potenziell jeder von uns auch tun können. Das waren ja keine Dämonen, das waren Menschen. Die hatten die Möglichkeit, sich für Gott zu entscheiden. Und standen vor dem, der eine Ewigkeit mit Gott verbracht hat und entsprechend lebte, strahlte, glückselig war und mit Gott verbunden war, wie man nur mit Gott verbunden sein kann. Und wollten ihn töten und haben gedacht, dass sie Gott kennen. Das ist so krass, das also da, boah. Jesus wollte den Menschen zeigen, wie Gott ist. Aber es gab Menschen, die waren so unwillig, sich belehren zu lassen, so unwillig, ihr Herz Jesus zu geben, dass sie das nicht akzeptiert haben. Und das zeigt uns, dass es auch bis ans Ende Menschen geben wird, die, egal was wir sagen und tun, die werden sich nicht bekehren. Ja? Aber der entscheidende Punkt ist, wir müssen daraus lernen. Wir müssen uns immer die Frage stellen, wie gut kenne ich schon Gott? Ja? Also ich hoffe, wir kennen alle Gott schon besser als die Pharisäer. Dass wir echte Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Und nicht einfach nur einer formalen Religion folgen. Dass wir echte Erfahrungen mit ihm machen. Dass wir merken, wie er in seinem Wort zu uns spricht. Ja. Und dass wir immer weiterhin kennenlernen wollen. Denn wer Gott erstmal angefangen hat kennenzulernen, der möchte nicht mehr aufhören. Ja. In zwei Wochen, werden wir dann den Schluss dieses Kapitels lesen. Und das ist wirklich der absolute Gipfel. Der Schluss ist also wirklich, ihr werdet wirklich staunen. Ein großartiger Abschnitt. Aber das sind zwei Wochen, das schaffen wir heute nicht mehr. Was nehmen wir für heute mit? Jesus möchte gern, Gott, der Vater möchte, dass wir ihn kennen. Und er ist super traurig, wenn wir einfach nur, also uns als Gottes Volk betrachten, aber nicht mal ihn wirklich kennen. Er möchte, dass wir auch wirklich, wenn wir von ihm reden, das sagen, was wir selbst bei ihm entdeckt haben. Dass wir nicht einfach nur weitergeben, was wir irgendwo aufgeschnappt haben, sondern dass wir bei ihm selbst entdeckt haben. So wie wir ihn kennengelernt haben. Und ja, wir können uns irren. Ja? Jesus war sündlos, aber wir können uns irren. Aber wenn wir uns irren, dann kann Gott uns korrigieren. Und dazu müssen wir immer bereit sein, uns verändern zu lassen. Nicht wahr? Wollen wir gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen. Danke sagen für dein Wort und für die Schönheit des Evangeliums. Und danke, dass wir, wenn wir Jesus betrachten und sein Leben, dass wir erkennen, wie du wirklich bist. Und Herr, wir alle, sei es durch unsere Erziehung, sei es durch die Umstände dieser Welt, durch unsere eigenen Gedanken, durch Fehler, die wir gemacht haben, durch Sünden, die wir gelebt haben, wir alle haben irgendwo ein verzerrtes Bild von dir gehabt, falsche Vorstellungen. Wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns jeden Tag daran erinnerst, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir unser Herz dir öffnen, dass wir dich kennenlernen. Mit nichts dazwischen, keiner menschlichen Vermittlung, keinen philosophischen Gedanken, sondern einfach dich kennenlernen, so wie du bist. Dass wir aus eigener Erfahrung erzählen können, was wir mit dir erlebt haben. Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.